Nein! Ich hab nicht aufgepasst! Ich hab nicht aufgepasst! Ich hab nicht aufgepasst! Ruhe in dir, du kannst das. Volle Konzentration, denke an deine Belohnung, denke an das ganze Geld. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Turmoil. Das letzte Mal lief nicht so gut, wa? Das letzte Mal hat in mir kein schönes Gefühl hinterlassen, aber ich glaube, ich krieg das hin. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen, was am öftesten kam, war ganz simpel und einfach mehr Pferde. Vielleicht liegt es daran, ja, aber ich hatte anscheinend auch zu wenige Ölsucher, deswegen habe ich die Ölquellen ganz unten nicht gefunden. Was dann eigentlich unnötig gemacht hat, dass ich mich beschwert habe, weil ich habe ja nicht aktiv nach ihnen gesucht. Und ich soll so früh wie möglich die Rohre verbessern. Das mache ich aber erst, wenn ich die Möglichkeit habe, das ganze Zeug zu verkaufen. Ich glaube, ich krieg das hin. Ich bin gesammelt, ich bin konzentriert. Die Musik beruhigt mich und ich krieg das hin. Bevor ich aber irgendwas mache, will ich wissen, was es jetzt mit dieser Aktienauktion auf sich hat. Das ist nämlich auch noch ein Spielfeature. Was ist denn das hier, ne? Inventarauktion, da. Ich verkaufe meine Aktien der Stadt. Lass uns zur Auktion gehen und sehen, wer einen Schritt näher ist, der neue Bürgermeister zu werden. Okay, wie genau funktioniert das? Dafür brauche ich das ganze Geld, ne? Ich brauche das Geld nicht nur für Upgrades, ich brauche das auch hierfür. Drücke auf den Start-Button, um die Auktion zu beginnen. Okay, wie funktioniert das? Ich glaube... Okay, das sind die Punkte, wo die einzelnen Leute das kaufen können. Ich kann ab hier kaufen. Joshua erst ab hier. Und zählt das dann runter 4%. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt kaufe, kriege ich 4% Aktien an der Stadt. Wie viel brauche ich? Ich habe keine Ahnung. Funktioniert das so, wie ich denke, dass es funktioniert? Ja, es funktioniert so, wie ich denke, dass es funktioniert. Wo soll ich zuschlagen? 30? Ich warte bis 20. Komm. 25. Fuck it. Zu schnell für dich. Was eine blöde Idee. Das war eventuell eine... Wer hat's gekriegt? Hab ich's gekriegt? Ricardo erhält die Aktien, da ist es. Okay, jetzt habe ich noch 29k und 4% Anteil. Ich habe gerade gedacht, irgendein anderer hat's gekriegt, weil ich es bei mir nicht gesehen habe, aber ich hab's. Ich habe noch 29k. Habe ich das zu früh gekauft? Das ist wieder so ein Feature, wo ich merken muss, wie die KI agiert. Ich habe das eventuell zu früh gekauft. Ich weiß nicht genau, wie gut die KI ihr Geld zusammenhält. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt noch 29k. Soll ich noch ein Upgrade kaufen? Die Frage ist, was? Brauche ich noch irgendwas? Ich krieg das hin, komm schon. Das muss doch möglich sein. Größe. Das ist Scanner. Maulwurf. Ich nehme mal den Maulwurf. Mir haben nämlich auch Leute gesagt, der ist gar nicht mal so wertlos. Er ist nur sehr, sehr random. Aber für 10k beschwere ich mich nicht. Danach habe ich noch 19k. Danach muss ich... ich will eigentlich warten. Fuck. Wir machen das so. Ich mache immer 2 Seasons pro Folge. Das heißt, ich warte jetzt einmal. Mir ist es nicht wohl, nur mit 19k rumzulaufen. Weil danach kommt wahrscheinlich wieder eine Aktienauktion, wo ich das Geld wieder brauche. Sorry, aber es ist mir nicht wohl, mit 19k nur rumzulaufen. Das fühlt sich nicht gut an. Okay, dann machen wir es jetzt einfach. Landauktion. Okay, was ist gut? Hier war 43 Öl, aber das hier ist eine absteigende Reihe. Das heißt, hier unten wird weniger sein. Das hier ist auch eine absteigende Reihe. Das hier ist halbwegs gleichbleibend. Ganze Jahr, wo ich hingehe, das ist nicht besonders mit 51. Hier hatte jemand eine 51. Bitte was? Bist du bereit, mit dem Bieten anzufangen? Ich guck mal, wo alle hingehen. Wobei, nee, ich bin der Zweite, der machen muss. Warte, ich guck mal, wo alle Leute hingehen. Ich muss jetzt. Okay, wo gehe ich hin? Ich glaube, hier ist am besten. Wobei, 48... Hier ist, glaub, gut. Hier oder hier? Ist, glaub, ziemlich egal. Das hier ist eine absteigende Reihe, sogar sehr absteigend. Das hier steigt ab, das steigt ab, das steigt ab. Wobei, nee, das hier ging erst hoch, geht dann aber wieder runter. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Nehmen da 43. Ist, glaube ich, gut, oder? Ich weiß nicht. Werde ich verjagt? Bitte verjagt mich nicht. Ich habe mit keinem von euch ein Problem. Ich liebe euch. Oh. Dann gehe ich halt hier hin. Wie wäre es denn damit? Huh? Wie wäre es hiermit, wenn ich dahin gehe? Ich werde mich jetzt nämlich nicht mit euch streiten. Fucking 4K. 4K für ein Stück Land. Das ist ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Okay, graben. Kann ich das noch? Ich kann das noch. Ihr glaubt an mich, richtig? Ihr habt meinen Rücken. Und so... Ich hab noch 25k. Komm, das muss laufen. Okay. Dowser 1, Dowser 2, sucht, Boys. Ich mach mal 3 jetzt. Scheißegal. Sucht. Sucht, wie ihr noch nie gesucht habt. Ich brauche mehr Ölsucher, größere Rohre, vor allem mehr Pferde. Das sind 3 Dinge. Und ich sollte nicht aufhören, über 80 Cent zu verkaufen. Also über 80 Cent lohnt sich nicht aufzuhören. Oh mein Gott, alle haben was. Über 80 Cent lohnt sich nicht aufzuhören. Warte, wo ist was? Wo ist deins? Hier? Das ist hier. Wie groß ist es? Das ist sehr groß. Okay, das lohnt sich also auf jeden Fall. Ölplattform direkt rein. Und dann direkt ein Pferd. Dann gehen wir hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Da steigt nämlich gerade der Preis. Ihr beide kommt gleich. Gebt mir einen Moment.
Gebt mir einen Moment. So, jetzt warte ich, bis das Pferd da drüben ist. Dann stelle ich hier gerade noch eins hin. Dann wechseln die sich nämlich ab und ich muss mich nicht weiter um den hier kümmern. So. Nämlich jetzt. Okay. Komm schon, das muss funktionieren. So, jetzt die Jungs. Ich hoffe, das liegt nah beisammen. Da ist nichts. Das kommt schon, das muss nah beisammen liegen. Ich will da nur einen für bauen. Wo habt ihr Öl gefunden? Was? Wo? Wo? Ich verblas mein ganzes Geld. Ich sehe kein Öl. Ist das so nah unter der Oberfläche? Glaube ich nicht. Wo haben Tweedledee und Tweedledum Öl gefunden? Ich habe gerade so viel Geld für Scanner rausgehauen, das ist es nicht worth. Hier? Was? Wo habt ihr zwei Öl gefunden? Verarscht mich nicht. Komm schon. Die Scanner-Ausgaben sind unreal. Das muss hier sein irgendwo, oder? Das läuft jetzt schon absolut beschissen. Scheiße. Wo habt ihr beiden Idioten Öl entdeckt? Wollt ihr mich eigentlich kreuz und quer verarschen? Was? Das geht so nach unten. Wo? Da! Es ist winzig! Es lohnt sich nicht für unser Geschäft. Ich zapf das trotzdem, Mann. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. 80 Cent. Sekunde. Ich zapf das jetzt an. Und dann ist alles super. Ich habe gerade so viel Geld für Scanner rausgehauen, das fühlt sich nicht schön an, 70 Cent. Okay, ich baue das oben drauf, ne, dann habe ich kein Geld mehr für ein Silo. Wir siloen das. Wir lagern das erstmal in dem Silo. Da baue ich hier einen in die Mitte, ich will nämlich beide mit einem anzapfen. Das ist doch ein schlechter Witz. Das ist beide pfeifend, mehr oder weniger genau nebeneinander. Guck dir an, wie viele Scanner ich gebraucht habe, normalerweise reicht einer. Und dann entdeckt er das? Was? Das ist so groß wie ein Gummibärchen. Das ist ein schlechter Witz, ist das, Mr. Dowser. Ein schlechter Witz ist das. Du siehst, wir sehen uns nachher in meinem Büro und ich mach dich fertig. So, jetzt muss ich warten, bis der Preis wieder hoch genug ist, damit ich verkaufen kann. Toll. Absolut geil. Absolut toll. Bei 70 Cent fange ich an, ist mir dann egal. Bei 70 Cent fange ich an. Einmal beide, bitte. Dann zapfe ich das Ding an, aber ich brauche mehr Geld für fucking Scanner. Das ist trauriges Fuck. Und wo hat der gefunden? Ist das denn hier? Das glaube ich fast nicht. Komm schon. Verarschen kann ich mich selbst. Ist zwar schwer, aber verarschen kann man sich selbst. Das geht durchaus. Wir warten. Alles wartet. Alles wartet nur auf die 350 Geld. Das wird nicht gut. Das läuft fucking großartig, läuft das. Fucking großartig. Tweedledee und Tweedledum finden Öl so tief und so klein, dass sich das wahrscheinlich gar nicht lohnt. Ja, ihr beide seid... Ich werde es nicht sagen. Ich sag, oh mein Gott, beide darüber. Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Und das reicht nicht für ein Rohr, ne? Vielleicht reicht's noch für einen Scanner. Scheiße, verdammte. Beide fahren bitte einmal darüber. Und verkaufen das für $1,12. Dann reicht das wenigstens, damit ich das anzapfen kann, ne? So, ich schätze mal, das ist hier so. 342 für ein Rohr. 342 für ein Rohr. Für ein Rohr. So, hier drüben vielleicht noch einen. Ist das überhaupt deins? Ich glaube, das ist seins. Das ist, was er gefunden hat. Ist es das? Ja, es ist, was er gefunden hat. Er verschwindet. Toll. Und er hat was gefunden. Sehr gut. Du bist mein Mann. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, seins zu finden. Weil ganz ehrlich, das ist doch ein schlechter Witz, ist das. Ein schlechter Witz ist das. So. Ein Pferd. Und dann hier noch ein Pferd. Und alle gehen darüber an $1,30. So, soll ich mehr fürs Scanner raushauen? Ich will wissen, wo seins ist. Ganz ehrlich. Das interessiert mich jetzt richtig. Da, es ist groß. Es ist groß, confirmed. Es ist halbwegs groß. Ich mach das so. Es ist halbwegs groß und hier sehe ich auch noch eins. Das ist... Okay, okay. Vielleicht kann ich das noch retten. Durch cleveres Management. So. Jetzt machen wir es hier weiter. Das ist praktisch, dass ich gerade die Ecke da noch mit aufgedeckt habe. Der Preis geht in den Keller. Aber es ist erstmal egal. So. Okay, da drüben geht er hoch. Ich werde gleich das hier vergrößern, nachdem ich weiß, wo sein Öl ist. Geht er? Der geht auf beiden Seiten runter jetzt, der Preis, oder was? Da drüben ist er jetzt unter einem, da drüben ist er bei 85 Cent. Okay, es ist besser, wenn alle hier rübergehen. Es ist besser, wenn alle hier rübergehen. Wo hast du? Ich schätze mal hier. Ein Stein. Ich habe einen Stein aufgedeckt, aber da sehe ich was. Okay, nee. War nur eine Täuschung. Toll. Here we go again. Da unten ist was. Wie groß? Wie groß und bis wo? Bis dahin. Okay, das heißt, ich kann das hier vielleicht dann durchziehen. Aber jetzt muss ich erstmal wieder das Zeug in Silos packen.
Dann sollte das funktionieren. Ich suche hier drüben noch. Ich will eigentlich drei Ölpumpen gleichzeitig haben. Nee, ihr verkauft das nicht weiter. Für 75 Cent lohnt sich das nicht. Packt das mal in die Silos rein. Dann warten wir jetzt einen Moment. Dann bitte sag mir, bis wo geht der scheiß Stein? Bitte nicht hier. Ich muss durch den Stein. Okay, das heißt, ich brauche für das Ding auf jeden Fall das Steinbohrer-Upgrade. Klasse. Ich brauche auf jeden Fall das Steinbohrer-Upgrade, sonst komme ich nicht an die Ölquelle da unten ran. Und ich weiß auch nicht, wie groß die hier ist. Ich kann nur beten, dass sie groß ist. So, wie sehen die Preise aus? 67 zu 47, das müssen wir einlagern. Das wird sonst nichts. Okay, sie haben was gefunden. Du kannst Silos jetzt zweimal aufrüsten, ich weiß. Sie haben beide was gefunden. Er hier hat auch noch was gefunden. Das ist seins und er hier hat auch noch was. Die Frage ist, wo? Und wie viel? Hier? Sind das? Das sind zwei verschiedene. Das heißt, da lohnt sich eigentlich fast noch eine extra Pumpe, oder? Lohnt sich dafür eine extra Pumpe? Ich weiß nicht. Die Preise sind absolut widerwärtig. Leute, die Preise sind ekelhaft. Das ist... Nee, damit kann ich nicht arbeiten. 63 Cent zu 9 und ich habe nicht geguckt, was es im Saloon gibt. Das war vielleicht ein Fehler. Scheiße. So, ich warte noch ein bisschen, bis das Silo halbwegs voll ist. Dann kann ich anfangen. Da drüben sind wir jetzt gleich bei 80. Nämlich jetzt. Okay, alle Mann rüber. Alle Mann rüber. Ich habe nicht geguckt, was es im Saloon gibt. Sorry. Vor lauter Aktienauktionen und anderen Dingen habe ich nicht geguckt, was im Saloon existiert. Soll ich das hier aufrüsten? Ja. Komm, dann ist das schneller leer. Ich muss früher mit dem Aufrüsten anfangen. Ich habe es schon wieder nicht gemacht. Fuck. Weil ich mir nie sicher bin, ob ich das hinkriege. Weil das Ding saugt dann halt wie blöd. Guck dir das an. Guck dir mal an, wie das Ding zieht. Und ich muss aufpassen, dass ich vielleicht dann nicht alle zu einer Firma fahren lasse. Weil es könnte dann auch eventuell sein, dass ich einfach einen dafür abstelle, sich um das Öl von dem Ding zu kümmern, das in Silo zu verfrachten. Okay, soll ich hierfür eine extra Ölpumpe bauen? Die Antwort ist ja, aber ich will erst wissen, wie groß das Ding hier ist. Es ist fucking winzig. Okay, damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Es ist Juli. Es läuft halbwegs, aber ich habe da... Eigentlich ein halbwegs mieses Gefühl, ehrlich gesagt. Und das ist nicht gut. Das fühlt sich nicht schön an. $4. Soll ich das hier, soll ich den Strang mal aufrüsten? Aber es kostet dann halt auch wieder, wie blöde. Ich baue jetzt erstmal hier noch einen... Ich lasse hier drüben noch einen suchen, baue dann da noch ein Türmchen. Und mach so, dass das Ding... Da ist auch ein Felsen hier, ne? Nein, da ist kein Felsen. Ich kann also vielleicht außen rum. Und baue dann hier ein Türmchen, womit ich da runtergehe. Ich hoffe, das hier funktioniert so wie gedacht. 500. Ich hoffe, da... Oh nein, Überlauf. Kommt schon, tut mir das nicht an. Er hat Insta was gefunden. Hier drüben ist auch noch was entdeckt worden. Nice. Das Ding ist so gut wie leer. Okay, bitte triff keinen Stein. Tu mir den Gefallen. Hier? Da unten ist noch eins. Das ist fucking winzig. Dann nehme ich den Strang. Okay, cool. Dann suche ich gerade mal... Ich habe Stein getroffen. Da war doch noch ein Stein im Weg. Komm ich außen rum? Nicht so einfach. Ah, leck mich doch. Du kannst mich mal. Überlauf. Kümmert euch drum. Er hat auch sofort was gefunden. Tatsache, da, hier ist noch was. Wie groß, wie viel? Das sind alles so Fitzelchen, ne? Das ist ein bisschen sehr irritierend. Es ist August. Das hier muss ich auch aufrüsten. Sonst kriege ich das nämlich nicht leer. Also mache ich jetzt gerade mal. Mache ich gerade mal. Dann können wir auch eigentlich gleich wieder rüber zu Left Inc. Die sind jetzt nämlich bei 85 Cent. Links geht's aber auch runter. Quatsch. Also, ne. Wir können zu Left Inc., weil rechts geht's runter. So rum. Jungs, ihr habt das. Es ist leer. Es ist gerade passend leer. Komm schon, zieht es raus. Perfekt, perfekt, perfekt. Es ist so gut wie leer, ne? Es ist so gut wie leer. Jetzt zieht der hier wie blöd. Jetzt müssen wir uns um den kümmern. Wir müssen weiter rechts bleiben. Die Preise sind nämlich nicht gut. Die Preise sind nicht gut. Und der hat doch gerade... Ach so, weil er fast übergelaufen ist. Deswegen diese komische Animation. Und die fahren einen Mist zusammen. Das ist nicht mehr normal. So, die Preise sind überall beschissen. Die Preise sind überall beschissen, das heißt... Oh ne, das ist jetzt ein Witz. Das heißt, wir machen das so. Wir machen das ganz easy und lagern das und warten. Und soll ich noch einen Ölsucher anstellen? Aber das reicht, das ist jetzt eigentlich ziemlich genug, ne? Komm, ich stelle noch einen hier in die Mitte, man weiß ja nie. Es ist September, ich muss bald anfangen zu verkaufen. Ich habe nicht im Saloon aufgepasst wegen den Preisen. Fuck, das bereue ich jetzt. Das bereue ich jetzt sowas von. Die Dinger ziehen wie blöde und die Preise gehen auf beiden Seiten in den Keller runter. Jetzt kommt gleich noch Oktober, November, Dezember und ist der Spaß auch schon wieder gelaufen. Ne? Und ich habe erst 2700. Nichts gut. Der ist jetzt endgültig leer, das ist nice. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den aufzurüsten. Ich weiß, man kriegt Bonus, wenn man alles Öl aus dem Boden zieht und alles Öl verkauft. Aber ich weiß nicht, ob der Bonus mir mehr bringt, als das hier... Oh Gott, als das hier kostet. Und das geht voll wie wahnsinnig. Was? Wir brauchen eventuell noch ein Silo.
Scheiße. 64 Cent links, 38 rechts. Das ist ein schlechter Witz, ist das. Ein schlechter Joke, sage ich. Und zwar nicht mal lustig. Nicht mal lustig ist das. Das ist traurig. Jetzt geh doch mal hoch. Ich muss verkaufen. Mann. Soll ich? Ich krieg wahrscheinlich eh nicht alles wieder aus dem Boden. Die da sinken zu langsam. Wir haben Mitte Oktober. Ich habe die hier zu spät gemacht. Das heißt, das hier bringt mir auch nichts mehr jetzt an dem Punkt. Es ist schon zu spät. Ich habe schon verkackt. Mist. Bei dem Spiel könnte ich so oft sorry sagen, weil ich erst viel zu spät merke, was ich eigentlich gerade für eine Scheiße gebaut habe. Und es tut mir immer leid. Mann. Kommen die eigentlich klar mit dem fast überlaufenden Ding da? Die kommen klar. Jetzt ist, komm schon, Preis steigt doch bitte. Komm. Ich muss auf das Ziel aufpassen. Ich drück mal, hier drüben haben wir jetzt 90 Cent. Alle Mann darüber. Alle Mann sofort darüber. Verkauft, wie ihr noch nie verkauft habt. Verkauft, wie ihr noch nie verkauft habt. Verkauft so, dass selbst eure Mutter sagen würde, oh mein Gott, verkauft ihr gut. Ich weiß es nicht. Soll ich? Ah, scheiße. Draufgeschissen. Weißt du was? Ich gehe jetzt all the way. Es ist mir an dem Punkt, Digga. Es ist mir an dem Punkt einfach mehr Pferde. Stimmt. Sorry. Solange der Preis... Oh mein Gott. Solange der Preis so hoch ist, mehr Pferde. 15 Pferde. Vielleicht noch mehr Pferde. Ich mach 16. Alle Mann darüber. Solange der Preis so hoch ist, das muss man ausnutzen. Ich habe gerade alle einfach nur in die Gegend gestellt, anstatt aufzupassen, wo ich sie hinstelle. Fuck. Der Dowser findet nichts mehr, ne? Der rennt jetzt herum und findet aber nichts Großes mehr. Ist gut. Das ist gut. Der hier läuft schon wieder fast über. Ein schlechter Witz. Wo fährst denn du hin? Was? Ach, weil ich drauf geklickt habe, fährt er instant darüber. 1,41. Was? Oh mein Gott, bester. Das Spiel mag mich. Das Spiel hat mich lieb. Das Spiel hat mich fucking lieb. 1,39. Links geht's auch wieder hoch. Das heißt, wenn es da drüben runterschießt, kann ich nach links rüber. Das ist fucking großartig. Und die sind absolut dumm getimed. Die fahren nämlich alle eine Scheiße zusammen. 1,25, komm. Das ist gut. Das ist gut, es ist November. Jetzt, ach komm, scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf. Alle Pferde, viel mehr Pferde als so kann ich nicht kaufen. Alle Mann darüber. Warum fährst du nicht direkt zu dem blöden Ding? Das läuft doch über, die KI merkt das nicht. Und das hier habe ich jetzt zu spät gemacht. Ich hätte das hier doch noch leer gekriegt. Ich kann die Zeit immer so scheiße einschätzen. Aber das ist gut, richtig? 14.000. Ist besser als beim letzten Mal. Oh mein Gott, alle hier rüber. Alle darüber. Alle darüber. Da geht der Preis gleich über 1 Dollar. 92 Cent, um genau zu sein, sind wir jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber ich kriege nicht alles Öl aus dem Boden, wahrscheinlich. Das wird nicht reichen. 15. Dezember. Aber keine Spillage. Das ist gut, richtig? 89 Cent. Ja, ich muss das Zeug loswerden. Verkauft. Das ist leer und das hier kriege ich nicht. Fuck, hätte ich einschätzen können, wie groß das Ding ist. Aber ich wollte keinen Scanner dafür benutzen. 87 Cent. So, ich kriege nicht alle Öl aus dem Boden raus. Aber egal. Hätte ich das nicht auf Größe, würde hier weniger rauskommen. Ich würde weniger Profit machen. Das wäre das Ende der Geschichte. Komm schon, 20.000. Gib mir wenigstens das. Gib mir wenigstens 20.000. War noch was im Boden drin? Habe ich wenigstens alles angezapft gekriegt, ja? Ich habe alles angezapft gekriegt. Ich habe alles angezapft gekriegt. Ich habe das nicht. Ich habe das nur viel zu spät vergrößert. Oh, ich tue mir schon wieder dafür selbst in den Strecken. Aber wenigstens haben wir 20.000, richtig? Fuck. Ich könnte mir dafür schon wieder selbst in den Arsch treten. God damn it. Und Joshua holt auf. Fuck you. Saloon. Was haben wir? Anthony. Diamant habe ich nicht. Scheiße. Ich brauche Anteil. Stadthalle. Ist wieder Inventar, es ist wieder Inventar-Auktion. Ich habe 45.000. Ich muss jetzt... Ich warte mal bis 10.000. Ich will rausfinden, wie die KI funktioniert. Nach welchen Maßstäben die KI handelt. Das interessiert mich für 2%. Bei wie viel schlagt ihr zu, Fuckboys? Bei wie viel schlagt ihr zu? Okay, leckt mich doch alle. Leckt mich doch alle. Für 15.000, wenn es bis dahin keiner macht, dann hole ich es mir. Ganz ehrlich, das ist mir in dem Moment egal. 30.000 habe ich noch. So, ich hole mir jetzt einen Maulwurf, glaube ich. Ja, ich hole mir einen Maulwurf. Mal schauen, wie das funktioniert. So, jetzt gibt es Zellen, Diamanten. Das Diamanten-Upgrade kostet 20.000. Ich habe nur noch 20.000. Ich warte. Ich brauche leider brauche ich das Geld für die Inventar-Auktion. Das ist das Dumme. Im Salon gibt es nichts Neues, hier gibt es nur Anthony, aber ich habe keinen Diamanten. Okay. Ich krieg das hin. Das gerade eben war gar nicht so schlecht. Ich habe noch ein paar Fehler gemacht. Ich kann das. Ich kann das. Das Spiel lässt mich denken, ich wäre unfähig, aber ich kann das. Okay.
Los, los geht der Spaß. Ich muss als Erster wirklich. Ich hatte eine, was war ich? Ich war blau. Ich hatte, das war eine 30. Das hat man gemerkt. Eine 41. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das hier steigt ab. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe einfach mal, nee, wobei, ich sollte die Reihe eigentlich fortsetzen. Ich hatte mit Abstand die schlechteste, ne? Ich gehe mal hier hin. Keine Ahnung. Bum, 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 bum. Wie viel Geld legt ihr auf den Tisch für ein fucking Stückchen Land? Mann, wie viel hat... 5k von Blanche, hab dich. Nein, hast du nicht. Du hast dein Geld nicht. Du hast dein Geld gerade zum Fenster ausgeschmissen. Das hast du gemacht. Bohrer. Daisy hat sich erst jetzt einen Bohrer gekauft. Um durch Stein... Seit wir in der Wüste sind, gibt es Steine. Und Genie Daisy. Sherlock Daisy. Kauft sich erst jetzt einen fucking... Oh mein Gott, ihr seid... Wie seid ihr überhaupt so weit gekommen? 2000. Okay. Okay, Deva Dowser, ne? Jawohl, jawohl. Ich habe das on lock. Guck dir das an. Probieren unseren neuen Maulwurf auf. Klicke auf das Maulwurf. Oh mein Gott. Okay, wie funktioniert das? Klicke irgendwo auf den Boden. Der Maulwurf wird diese Stelle aufdecken und dann herumgraben, um 5 weitere zufällige Stellen aufzudecken. Lustige Tatsache, Maulwürfe sind nicht blind, aber sehr stur. Okay, das heißt, der deckt solche Kacheln auf. Das ist toll. Drei Dowser. Komm schon, Boys. Komm schon, Boys. Das heißt, der fängt jetzt da an und der Erste hat was gefunden. Nice. Das heißt, der Maulwurf fängt jetzt an und findet dann random oder deckt... oh mein Gott, alle haben was gefunden. Und das Ding ist fucking gigantisch. Das Ding ist fucking riesig. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Oh my fucking God. Ja. Ich werde das Ding wahrscheinlich sofort verstärken. Ich werde das Ding insta vergrößern. Sollte ich das tun? Ja, fuck it. Wir verkaufen direkt nebendran. War ein dummer Call, ne? So früh habe ich noch nie verstärkt. Mal schauen, wie das funktioniert. Da unten ist was. Das ist dein Öl, richtig? Das da ist hundertprozentig Öl. Sekunde, ich gebe mir noch einen Moment. Guck mal, wie wir das jetzt verkaufen können. Ich müsste jetzt eigentlich nach rechts, aber ich habe nicht die Pferdekapazität, um jetzt instant nach rechts zu gehen. Das war fucking dämlich, das so früh zu verstärken. Und ich habe das Upgrade noch nicht, wo ich das schließen kann. Dumme Calls wurden gemacht. Verdammte Scheiße. Ist das dein Öl? Das ist godlike. Das ist fucking godlike. Silo. Hier. Nein, nein, nein. Hier. Silo. Bumm. Dann einlagern. Alle mal einlagern. Und dann geht einer nach... Geht einer darüber, weil ich brauche einen konstanten Money Flow. Da, oh mein Gott, Scheiße. Kriegt das nicht leer. Der kriegt das nicht leer. Ich brauche einen konstanten Money Flow und das kriege ich nur, indem einer darüber geht und ab und zu mal verkauft. Die anderen, guck mal, das Silo steht direkt nebendran und selbst dann können sie es nicht handeln. Das ist eigentlich krass, ne? Das Silo steht so nah dran, wie es mehr oder weniger rangeht. Viel weiter als so geht's nicht. Und selbst dann kriegen die das nicht auf die Reihe. Guck dir das an, die können das nicht handeln. Der Druck ist zu viel. Das war ein dummer Call, das sofort aufzurüsten. Das war ein extrem dummer Call, glaube ich. Fuck, jetzt wissen wir auch, was dann passiert. Siehst du, aus solchen Experimenten lernt man... Ich weiß, ihr winkt, Jungs. Gebt mir einen Moment. Ich habe nicht mal genug Geld, um ein Ölding jetzt zu bauen. Das war ein dummer Call, scheiße. Du fährst jetzt aber nicht... Oh mein Gott, 345, ist das denn voller Ernst? An dem Punkt... Wobei, nee, ich glaube, sie haben es unter Kontrolle. Ich verliere jetzt halt Zeit ohne Ende. Fuck. Okay, ich schreibe mir bald einen Zettel, verstärkt die Ruhe nicht zu früh. Das war jetzt eine dumme Idee. Okay, hier drüben geht's wieder hoch, wir bleiben da drüben. Wir gehen hier hin. Für 63 Cent, da ist der Fahrtweg für ihn, da kriege ich das früher. Ich brauche das nämlich jetzt sofort. So, das da unten ist sein Öl, schätze ich mal. Fun Fact, ich habe kein Geld für ein Rohr. Ach, Mann. Ich kann nicht viel mehr machen als warten an dem Punkt. Ne, da drüben geht's jetzt halt hoch. Oder 83 Cent, ach, leck mich doch. Mann. Scheiße. 70. Da drüben sind wir jetzt bald wieder bei einem Dollar. Das reicht nicht, ne? Oh Mann! Scheiße! Missplay! Tut mir leid! Fuck you, gib mir das Geld für das blöde Rohr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ich hab nicht aufgepasst! Ich hab nicht aufgepasst! Ich hab nicht aufgepasst! Scheiße, 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 scheiße.
Ich hab nicht hingeguckt, ich dummer Affe. Sprich nicht mit mir. Ich will nicht, dass du mich anguckst. Wenn du das auf einem Handy guckst, auf einem Laptop, scheißegal, dann knippst dein Bildschirm, sodass es mir wehtut, da wo die Kamera ist, oben links. Fuck! Das war locker 5K Spillage. Und das Silo ist schon wieder am Ende. Jetzt setz es dahin! Fuck! Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Ich hab so wenig Geld. $1, ich weiß, da drüben ist es ein bisschen viel niedriger. Aber ich kann nicht so lange warten. Ich brauche die Zeit. Zeit ist gleich Geld in dem Spiel. Es ist so. So, warte, wo ist deine Scheiße? Hinter einem Stein. Da. Hinter einem Stein. Really? 83 Cent. Ich lass mal alle verkaufen jetzt. Ich brauche das Geld. Ich brauche viel Kapital und zwar schnell. Und das Ding ist schon leer, was? Nachdem es 500 Mal gespillaged hat, aber es ist leer. Nice, 200, ich mach das größer. An dem Punkt ist es mir egal, ganz ehrlich. An dem Punkt habe ich nicht mehr viel zu verlieren. I don't even give a shit at this point. So, dann stelle ich hier einen oben drauf. Der muss jetzt aber warten, bis ich 57 habe, um das das Spore-Upgrade zu holen. Weil erst dann kann ich da runter. Hat der Dowser sonst noch was gefunden? Ja, Mai. Oh, die Spillage-Fine wird unreal, ne? Die Spillage Fine wird unreal. Ich will, dass wir, wenn das vorbei ist, diese Saison, nicht über die Spillage Fine reden. Ich will, dass das Thema nicht fällt. Das Thema existiert nicht. Das Thema Spillage Fine. Er hat ganz da drin was gefunden. Nice. Das Thema Spillage Fine existiert nicht. Bei mir. Maulwurf. Such mal hier so. Keine Ahnung. Das Thema Spillage Fine gibt's nicht da, wo ich herkomme. So, ich mach Steinbohrer. Bumm. Dann hänge ich das auch da drüben dran, weil das ist fucking. Wo? Ach, hier. Nice. Nice, ich liebe dich, Bro. Wo? Wo? Hier, oder? Nein, war nur wieder so ein Farbdings. Wo? Wo hast du Öl gefunden? Es läuft über. Boys, es läuft über. Okay, wo hat er Öl gefunden jetzt? Ist das ein fucking Witz? Hier unten? Wo? Es ist doch genau drunter, oder nicht? Bin ich blöd? Wo hast du Öl gefunden? Ich schwör bei. Es läuft über, ihr verdammten Idioten. Kümmert euch drum. Sofort. Ich will nicht noch mehr Spillage. Ich bin fucking fertig für die Folge. An dem Punkt schon. Wo ist dein beschissenes Öl? Wo? Wo? Du hier rüber. Wo ist dein blödes Öl? Er steht da und winkt mir, aber ich weiß nicht, wo es sein könnte. Wenn es direkt unter der Oberfläche ist, dann lache ich aber laut. Dann mache ich LOL. Wo ist dein fucking Öl? Hä, bist du... Wo? Was? Ich habe halt den ganzen Boden aufgedeckt. Ich verliere den Glauben an die Menschheit. Wo hast du Öl gefunden, du dummer Idiot? Warum winkst du mir? Hier ist nichts. Ach, leck mich doch im Arsch. Du kannst mich mal... Du bist es gar nicht wert, dass ich mich drüber aufrege. So, jetzt können wir hier rüberfahren. Ich habe es genug Geld, um Pferde zu kaufen, um dafür zu sorgen, dass der Scheiß hier nicht überläuft. Ah, das wird nicht... Oh, das ist Juli. Ich muss das hier aufrüsten eigentlich, ne? Sollte ich das aufrüsten? Ich sollte das aufrüsten, aber ich muss aufpassen, dass mir das Scheißding hier nicht überläuft. Fuck you. Die Spillage Fine wird unreal. Wir unterhalten uns nicht drüber, okay? Wir unterhalten uns nicht drüber. Ich rüste das auf. An dem Punkt ist es mir eigentlich egal. Da! Da ist da ist dein Öl! Das Ding da! Fuck you, Mr. Dowser! Das ist sein Öl! Das ist das Öl, das er gefunden hat und mir stolz präsentiert! Warum fährst du da rüber? Das Ding läuft fast über, warum fährst du da rüber? Ich verstehe die KI nicht von denen, sorry. Ich komme nicht hinterher. Warum? Ich gebe es auf. Ich stelle jetzt einen dafür ab, sich um die Scheiße zu kümmern. Alle anderen mögen bitte bis 80 Cent verkaufen gehen. Vielleicht kann ich das noch retten, aber die Spillage Fine wird fucking krank. Ich wusste, sobald ich das Geticke gehört habe und gesehen habe, dass ich kein Pferd mehr kaufen konnte, ich wusste, es ist vorbei an dem Punkt. So, warte. Bevor ich jetzt hier in Selbstmitleid versinke,
und ich betrinke mit fucking Wasser. Siehst du, was das Spiel aus mir macht? Nein, nur ein Witz. Sollte ich daran arbeiten, wie genau ich die Situation retten kann. Der Preis ist relativ stabil. Ich habe jetzt einen dafür abgestellt, sich nur explizit darum zu kümmern. Oder zwei, ne, einen. Sich nur explizit darum zu kümmern. Der Preis ist heiß. Mehr Pferde, all the way. Man saugt es doch aus. Ihr seid so absolut unfair. Ihr seid, wie habt ihr es geschafft, bei mir eine Stelle zu kriegen? Wie habt ihr es geschafft, bei mir eine Stelle zu kriegen? So, der Preis ist immer noch fucking heiß. Und das ist nice. Hat der eine Dowser jetzt nichts mehr gefunden? Der rennt da hinten rum. Ich habe Angst vor das Village-Schwein. Die taucht nämlich nicht auf da oben. Die taucht nicht auf. Einfach so. Das heißt, das sehen wir erst, wenn es vorbei ist. Und das wird nicht schön. Und das weiß ich jetzt schon. Und wir brauchen mehr Pferde, um diese tollen Preise zu nutzen. Also zwei sollen sich explizit um die überlaufenden Dinger kümmern. Der Preis hier drüben steigt fast schneller als da. Der Preis da drüben steigt schneller als da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, alle darüber, sage ich. Alle darüber. Ha, ist ja wie Weihnachten und Chanukka zusammen. Die Dowser finden nichts mehr, ne? War das alles? Komm schon. Das glaube ich nicht. Meine Dowser finden nichts mehr. Meine Dowser... Oh mein Gott, 1,20. Ich glaube, das Spiel hat eine Routine, dass es dir so viel Geld gibt, wenn du so viel Spillage kriegst, dass du es trotzdem noch halbwegs retten kannst, richtig? Komm, bitte sag mir, das Spiel hat mich lieb und ich habe nicht nur fucking Glück. Ach komm, ich lasse alle von allen verkaufen. Ach komm, 20 ist eine schönere Zahl. Ich habe OCD. Nein, habe ich nicht. 1,30. Das Ding da unten ist gleich leer. Die Dowser finden nichts mehr, ne? Die Dowser finden nichts mehr. Ich stelle hier drüben noch einen hin. Und hier noch einen, aber die finden nichts mehr. Ich mache mal einen Maulwurf. Hier so, keine Ahnung. Die Dowser finden nichts mehr. Ich glaube, das war's. Viel mehr als das gibt's hier nicht. Aber ich habe Geld. Aber die Dowser finden nichts mehr. Das Ding hier ist jetzt auch trocken. Das kann doch gar nicht sein. Komm. Da muss doch mehr Öl im Boden sein. Als der Spaß. Keiner pfeift, keiner macht irgendwas. Kann es ja fast nicht sein. Jetzt geht der Preis wieder runter auf 1,20. Rechts kannst du den total vergessen. Die Dowser finden nichts mehr. Alle beide nicht. Die rennen blöd in der Gegend rum. Aber sie finden nichts. Ich glaub's ja fast selber nicht. Es gibt nicht mehr Öl als das im Boden. Das heißt, ich muss mit dem, was ich jetzt hier habe, so viel wie möglich rausholen. Und ich höre erst auf, bei 80 Cent zu verkaufen. Sonst verliere ich wahrscheinlich mehr, als es mir bringt. Oh Mann, wäre die Spillage fein nicht. Wäre jetzt nachher die Spillage fein nicht. Ich hätte das wäre so gut. Das wird ein halbwegs guter Monat jetzt von dem, was da oben steht. Aber die Spillage fein wird mich... Das ist das Äquivalent, wenn die Spillage fein ein Verbrecher wäre. Das Äquivalent, du triffst sie in der dunklen Gasse und sie raubt dich aus. Das wollte ich sagen. So, 80 Cent. Wir verkaufen dir nichts mehr. Der Laden ist es nicht wert, Boys. Alles in die Silos. Alles, was ihr habt, in die Silos rein. Die Dowser finden nichts mehr. Sind beide weggerannt. Das war's. Mehr als das gibt's anscheinend. Ich glaub das nicht. Komm schon. Das kann nicht sein, dass der trocken liegt. Liegt vor allem. Komm schon. Das ist ein Witz. Die Dowser finden nichts. Keiner von ihnen. Was? Wie groß ist das da eigentlich noch? Jetzt nur mal so aus Interesse gefragt. Okay, das sollte mit dem kleinen Rohr gehen. Ich zahle jetzt nicht 430, um das aufzurüsten. Zurück im Sattel, eher zurück in der Strafe. Fuck. Ich kann die Zeit vorspulen, mehr als das kann ich nicht machen. Da drüben, wir beginnen unseren Verkaufsrun jetzt. Und zwar instant jetzt. Mehr Pferde, habt dich gehört. Mehr Pferde für alle. Mehr Pferde für jeden von uns. Mehr Pferde sind toll, der Preis geht durch die Decke. Das liegt auch trocken. Okay, jetzt habe ich zu viele Pferde. Fuck. Die Dowser finden nichts mehr. Das ist alles Öl, was im Boden ist anscheinend. Der Preis ist heiß. Alle Pferde darüber. Solange der Preis noch steigt. Komm schon. Seht ihr, wie arm ich bin? Ich bin schon von Whisky auf Wasser umgestiegen. Das kann es nicht sein. Außerdem sorry, by the way, dass ich so oft trinke. Aber mein Hals ist absolut im Arsch. Keine Ahnung, was ich sonst sagen wollte. Alle Mann nach rechts. Hier, ich bin Flugzeugeinweiser. Alle nach rechts. Verkauft. Verkauft. Kommt schon. 1,20. Mehr als Pferde als zu gehen, by the way. 1,20. Oh ja, das wird gut. 30k. Komm. Es liegt fast alles trocken. 1,25. Gleich. Kommt schon.
Schaffe ich das hier noch? Nein. Fuck. Ich habe wieder nicht alles Öl aus dem Boden gezogen, ne? Verdammte Scheiße. Ah. Ich habe nicht alles Öl aus dem Boden geholt. Aber das ist, ich habe alle Ölquellen zumindest angezapft. Das muss auch was zählen. Okay. 30,1k. Das wird scheiße. Die Spillage Fine wird unreal. Ich will es eigentlich gar nicht sehen. Ich werde nur ganz kurz meine Augen aufmachen, wenn das hier gleich vorbei ist. Ich könnte jetzt noch spontan nach links rüberspringen, aber an dem Punkt bringt das, glaube ich, nichts. Weil sowieso alles näher an rechts dran ist, außerdem ist der Preisunterschied nur ein paar Cent. Also, habe ich alle Ölquellen gefunden, ja? Das Ding war größer als ich dachte, da war ein fucking Diamant. Habe ich den übersehen? Der war schon freigelegt und nicht. Wenigstens habe ich alle Ölquellen angezapft. 3K! Ist ja die Umweltbehörde. Ja, ich möchte anmerken, ich habe ihren Boden verseucht mit 3,8k Spillage. Ja, genau das. Jawohl, sie machen sauber. Okay, ich bin fucking fett. Sieh mich nicht an, okay? Guck, es war mein Fehler. Ich weiß, ich habe nicht aufgepasst. Hör auf, mir das zu sagen. Ich weiß. Ich möchte mein Gesicht in meinen Kopf zurückziehen und meinen Kopf in meinen Körper, dass ich aussehe wie ein menschlicher Daumen. Oh, ich bin fucking fertig, nimm es mir aus den Augen. 4 fucking Gaspillage. Fuck, aber leckt mich alle am Arsch. Ich hab das. Ich hab mehr als ihr alle. Nein, mein Verstand geht so hervorragend. Danke. Hab mich vollgespuckt. Joshua hat einen Diamanten. Das ist schön, Joshua. Ich hab 44k. Ich bin wieder nicht oben auf dem Treppchen Blaustadt 55k. Okay. Entschuldige mich, dass das jetzt leicht ausgeartet ist. Die Spillage-Fine tut mir leid, aber das war besser als beim letzten Mal. Ich glaube, ich weiß nicht, am Anfang war ich besser als alle anderen und dann kam immer der Punkt, wo ich nicht mithalten konnte. Dasselbe ist übrigens auch mit Game Dev Tycoon passiert. Da habe ich am Anfang auch super gespielt und dann wurde es immer schlechter, weil ich nicht mitgehalten habe mit dem, was das Spiel mir gibt. So, was ich also machen muss, ist einfach weitermachen. So schnell wie möglich. Ich darf nicht warten. Es sei denn, ich warte auf Preise oder sonst was. Ich muss tierisch aufpassen. Und immer, wenn mich jemand in den Kommentaren auf einen Fehler hinweist, dann tut mir das innerlich weh, weil ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nur in dem Moment merkt man sowas nicht. Es ist wirklich so. Okay, cool. Das heißt, soll ich noch die Aktienauktion hinter mich bringen? Ich bringe noch die Aktienauktion hinter mich, dann habe ich das erledigt. Komm, wir machen jetzt noch eine Aktienauktion. Fuck it, oder? 7%. Da muss ich fast alles rausnehmen, 44k. Ich kann nicht alles ausgeben. Blanche hat sie. Ich wollte gerade drücken. Ich wollte bis 15 warten. Ich wollte gerade drücken. Blanche hat sie. Dafür hat sie jetzt kein Geld mehr. Sie hat 7%, ich habe 6%. Wie funktioniert das? Wer am Ende die Mehrheit hat? Irgendwie sowas. Okay, jetzt haben wir das noch hinter uns. Jetzt habe ich mich nochmal aufgeregt. Yay! Ich gehe jetzt fröhlich nach draußen. Und lebe mein Leben. Okay, das war's für dieses Mal hier bei Turmoil. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt den Daumen und Bleib-Button aufs Maul zauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Fertig, Mensch. Und so. Okay. Ich hab das. Ganz ruhig, du hast das, du kannst das. Was ist das hier? Welche neue Teufelei ist das? Was? Okay. Ich meine, was? Ich bin fertig. Sieh mich nicht an. Guck, wende deinen Blick ab. Ich roll jetzt aus dem Bett. Nein, guck mich nicht an. Ich hab nichts getan, okay?